Hi, willkommen zurück bei Patricks Finanzen. Heute geht es um die Dividenden. Ihr seht es grün, alles grün. Aus dem November 2022. Und wir gucken uns die Performance vom November 2022 an. Und wir gehen direkt rein. Ja? Also, wir gucken uns erstmal die Dividenden an. Und da haben wir insgesamt 9 gehabt. Und wir haben eine schöne, glatte Summe bekommen. Und die gefällt mir auch ganz gut. Also, wir fangen einfach an. AT&T 19,92 Euro netto. Am 1.11. für 83,6 Anteile. Dann ging es weiter mit Apple 5,54 Euro netto am 10.11. für 28,3 Anteile. Dann haben wir gehabt BAT, oder British American Tobacco, 20,98 Euro am 10.11. auch für 33,7 Anteile. Costco 46 Cent am 10.11. für 0,6 Anteile. Procter & Gamble 8,03 Euro am 16.11. für 10,8 Anteile. Realty Income 16 Cent am 15.11. Ups, da müsste es andersrum sein, für 0,7 Anteile. Dann hatten wir Main Street Capital am 15.11. 10,79 Euro für 60 Anteile. Omega Healthcare am 15.11. für 41,9 Anteile, 22,84 Euro. Und last but not least, und eigentlich war Procter & Gamble auch am 15, glaube ich, deswegen ist es nur falsch rum, haben wir gehabt Starbucks 11,28 Euro am 25.11. und das sind 26 Anteile. Warum das hier fehlt, weiß ich nicht. So, jetzt ist richtig und insgesamt haben wir genau 100 Euro auf den Cent genau gemacht. Schön, ja, dreistellig noch geschafft. Finde ich sehr cool. Also, wir springen zur Portfolio Performance und die Performance für den November 2022 sieht wie folgt aus. Wir konnten wieder etwas zulegen, 2,4% plus haben wir gemacht. Ich muss, glaube ich, ein bisschen näher ran, damit es ein bisschen heller ist. 2,4% plus haben wir gemacht. Aufs Jahr gesehen sind wir leider noch immer minus 9,6%. Aber die Tendenz ist besser geworden, ja, vor allem die letzten 2 Monate. Und ihr seht es eigentlich relativ grün, bis auf Trading 212. Ja, Trading 212 bin ich minus 4.000 Euro insgesamt. Und bei Swisscore bin ich minus 5,63 Euro. Aber summa summarum bin ich eigentlich überall plus. Was sehr schön ist. Also 2,4% plus. Wir haben einmal Kurserfolge 1834 Euro, Erträge 113,69, Gebühren 14,46, Steuern 13,69 und Performance-Teilbewegung 974. Schauen wir uns das Ganze mal an von Anfang bis diesen 30.11. Dann sieht es wie folgt aus. Springt alles rein. Investiert haben wir bisher 78.415. Momentan stehen wir bei 81.300. Das heißt, ja, was ist das hier? 2,87 plus. Ja. Nicht viel, aber wir sehen, die Tendenz ist immer besser. Juli war ja ganz gut gewesen. Dann hat es eigentlich September hat den Juli wieder rausgerissen. Aber Oktober waren 4,0% plus und November 2,4% plus. Wie gesagt, sind wir jetzt momentan bei minus 9,6%. Für dieses Jahr. Ich kann euch schon mal verraten, wir haben ja, BAT ist jetzt fertig. Wir sollten jetzt dieses Jahr noch fertig bekommen, Altria, soweit ich jetzt im Kopf habe, richtig gerechnet habe. Und BP werden wir auch voll bekommen. Und es werden einige Sparpläne fertig, wie eben genannt. Und es kommen 2, 3 neue vielleicht dazu, die dann die alten ersetzen. Ja, und natürlich wird als die Summe, ihr habt es im letzten Video gesehen, von den Sparplänen reduziert auf 500, um die 500 plus minus Euro pro Monat, je nachdem, wie viel reinkommt, aufs ganze Jahr gerechnet. Also die Investitionssumme, die ich nächstes Jahr plane, sind, ja, ich sag mal so, 6.000 bis 7.500, weil wir halt dritte Säule machen müssen und die dritte Säule habe ich jetzt voll gemacht für mich, für meine Frau leider nicht, verdient ein bisschen weniger und deswegen haben wir erstmal die bei mir voll gemacht für die Steuer, damit wir weniger Steuern zahlen müssen dieses Jahr. Aber nächstes Jahr ist geplant, dass wir beide wieder voll machen und allein das werden über 14.000 Franken werden und das ist halt schon sehr viel Geld plus halt die Sparpläne. Und wenn ihr das zusammenrechnet, 14.000 plus knapp 6.000 bis 7.000, sagen wir mal so, plus noch die Sparpläne von unserer Tochter, dann sind wir da bei 20.000 plus die von unserer Tochter halt. Das sind im Monat 200 irgendwas knapp, also auch nur wieder 2.500. Ja, da sind wir schon wieder bei 22.000, 23.000, allein das schon. Ne?
Und wir haben trotzdem noch alle anderen Ausgaben. Also deswegen müssen wir ein bisschen Piano machen nächstes Jahr. Auch weil wir Steuern schneller vorauszahlen wollen und wie gesagt, ein bisschen Steuer jetzt noch abzahlen. Und ja, das wird halt so werden. Also insgesamt sind wir positiv aufs ganze Depot gesehen. Wir können uns noch schnell mal anschauen, die Zahlungen hier. Und ihr seht, wie gesagt, wir haben geschafft 100. Im Vergleich zu den Vorjahren hatten wir 2020 oder 2019 haben wir noch gar nichts gehabt. 2020 waren es 62,64 Euro. Letztes Jahr waren es 69,80 und dieses Jahr haben wir 100 geknackt. Und ihr seht schon, Sneak Peek, da sind schon zwei Dividenden reinkommen im Dezember. Aber wir haben ja heute schon den dritten. Aufs Quartal gesehen liegen wir noch hinter Vorjahr. Wir haben jetzt 235 im Vergleich zu 259. Aber wir haben ja noch den ganzen Dezember eigentlich, oder fast den ganzen Dezember. Und das sollten wir ja schaffen. Also da fehlen ja nur noch 24 Euro knapp oder 25 Euro. Und aufs Jahr gesehen sind wir natürlich schon drüber hinaus. Letztes Jahr hatten wir gehabt 1293. Dieses Jahr haben wir schon 1863 und ich bin echt gespannt, wo wir landen werden bis Ende des Jahres. Also ich würde mir wünschen, dass wir die 2K knacken können, aber ja, ich kann es nicht einschätzen, wann die letzten Dividenden reinkommen. Also wir haben viele, die halt am 30., 31. zahlen. Dieses Jahr liegt das auf dem Wochentag, also ja, kommt darauf an, wann das auf dem Konto kommt. Weil wie gesagt, für mich sind X-Dates total uninteressant, für mich sind oder Paydays, uninteressant, für mich ist der Tag interessant, wo das Zeug wirklich auf meinem Konto ist und ich damit was machen kann. Ja, also akkumuliert können wir es uns so anschauen. Schöne Kurve, also die wird noch ein bisschen weiter nach oben gehen und ich hoffe, dass da eine 2 stehen wird, was natürlich sehr, sehr geil wäre. Branchenaufteilung, ja, hat sich nicht viel verändert. Immer noch Konsum an erster Stelle, 26%, also ein bisschen angestiegen, weil wir halt jetzt ein bisschen Kauf hatten von den Sparplänen im Dezember schon, aber das ist das nächste Video, was kommt. Und ja, Regionen, Nordamerika 52%, Europa schon krass viel, 41% mittlerweile. Ja, Asien ist nur noch 5%, Mittel- und Südamerika 1,17, also da ist auch wenig drauf. Und Anlagerkategorien haben wir ETFs 6,36, Krypto ist nur noch 1,4, P2P ist 0,65, also wir haben Krypto und P2P gleich mal 2%, Aktien 91,59 und davon 9,03 davon, aber vom ganzen Portfolio 8,27% in Wachstumswerten. Jo, das war's gewesen. Ich will es gar nicht zu lang machen. Sparpläne gehen noch durch. Wie gesagt, einer ist schon ausgeführt worden am 1. Beziehungsweise nicht ein Sparplan, sondern eine Sparplanausführung bei Consorsbank und dann haben wir noch am 15. dann die bei Comdirect und bei Consors 2, also Consorsbank 2, das Altersvorsorgedepot. Und dann ab Januar geht es los mit dem neuen Jahr. Also ich bin gespannt, wo wir Ende des Jahres landen werden, wie viel investierte Summe wir haben werden. Und dann mache ich mal noch so ein Jahresrückblicksvideo, wo wir dann wirklich sehen, wo habe ich alles investiert, weil wir haben ja noch investiert einmal in Splint Invest, also das sind die Uhreninvestitionen, sowas wie Timeless, halt in Deutschland haben wir Splint Invest in der Schweiz, könnt ihr aber als Deutsche auch investieren. Dann habe ich noch investiert, ja, ein bisschen Lego, da muss noch ein Update kommen. Wir haben dritte Säule natürlich gemacht, wir haben Aktien und ETFs gemacht und ja, P2P, das habt ihr jetzt auch gesehen. Aber einfach um zu sehen, wie viel haben wir denn dieses Jahr insgesamt investiert. Also es sind auf jeden Fall über 20 schon, das kann ich sagen, aber wie viel genau, das habe ich selber noch nicht ausgerechnet. Das müssen wir mal schauen. Ja, genau. Also, vielen Dank fürs Zuschauen, gerne ein Abo dalassen für all die neu dabei sind und links unten und schönen Tag, schönen Sonntag, schönes Wochenende und wir sind beim nächsten Mal. Peace, ciao.